So, hier geht es um einige Beispiele für charakteristische Größen periodischer Spannungsverläufe, also letztlich um Effektivwert, Mittelwert, Gleichrichtwert, Formfaktor und Scheitelfaktor. Ich fange einfach mal an, A mit dem einfachst möglichen sicherlich, einer, so, hier haben wir immer das T laufen und hier haben wir das U von T, respektive eben auch I von T. Und hier hätten wir jetzt einen Spannungsverlauf hier, U0. Naja, also eine Gleichgröße, eine Gleichspannung. Das ist alles relativ einfach. Der Mittelwert U ist ja gleich dem Gleichrichtwert. In diesem Fall, da es eine positive ist, gleich dem Effektivwert. Es gibt keine Spitzen, gleich dem Spitzenwert U0. Können wir auch noch hinmalen. U-Dach. Der Formfaktor ist gleich dem Scheitelfaktor, ist gleich 1. So, als zweites eine Rechteckspannung. So, und zwar nehmen wir die mal gleich symmetrisch an. Bei t halbe klappt sie um und wir haben ein U0 und hier ein Minus U0 nach unten. Na gut, der Mittelwert, da beide Flächen gleich sind, wir müssen hier einfach nur die Kästchen zählen. Im Prinzip, wenn wir Kästchenpapier hätten, hier müssen wir die Flächen vergleichen, diese hier, dann ist nämlich U quer gleich 0. Und wenn wir das Ganze vorher gleich richten und dann den Mittelwert bilden, dann ist es eine Gleichspannung und dann ist es U0. Und damit ist auch der Effektivwert relativ einfach zu bestimmen. Der ist nämlich auch nur U0, denn bei der Quadrierung passiert ja genau in diesem Fall das Ähnliche wie bei der Betragsbildung, nämlich es klappt beides nach oben und damit sind hier auch Formfaktor und Scheitelfaktor beide gleich 1. Wir können C, eine Dreieckspannung, verwenden. So. So. U0, da haben wir U, da haben wir T. Wir lassen die bei T halbe wieder nach unten laufen. Wir haben, da es eine rein positive Spannung hier ist, natürlich wieder, dass der Mittelwert gleich dem Gleichrichtwert ist. Und das ist, naja, eigentlich müssen wir nur diese beiden Flächen hier bestimmen. Da könnten wir das Ding hier oben drüber klappen. Dann ist es eine Rechteckspannung, die nur die halbe Zeit an ist. Also haben wir hier U0 halbe. Nicht ganz so einfach und da müssen wir über die tatsächliche Formulierung gehen. Ist die Bestimmung des Effektivwerts. So. 1 durch t. Ich sehe gleich, dass das ganze Ding symmetrisch sein wird. Ich integriere also nur von 0 bis t halbe. Also muss ich hier auch das Ganze mit 2 multiplizieren. So, und dann brauche ich erstmal eine Beschreibung der Spannung. Das ist U0 mal t durch t halbe. Und das Ganze muss ich noch quadrieren, dt. Für die, die es nicht unmittelbar sehen, ich schreibe es hier nochmal hin. U von t ist gleich. Ja, das ist ein bisschen gleich U0 mal t durch die halbe. Ja, ich weiß, ein Doppelbruch im Bereich von 0, kleiner gleich t, kleiner gleich t halbe. Ja, und dann haben wir einen anderen Verlauf, und zwar einen fallenden Verlauf mit derselben Steigung eigentlich. Mal gucken, t minus t durch groß t halbe im Bereich von t halbe bis t. Stimmt das? Ne, stimmt nämlich nicht. Genau.
mich 2t muss ich hier abziehen, denn wenn ich jetzt hier t einsetze, steht hier 2t minus ist 0. Die Steigung stimmt, das weiß ich, das ist nämlich dieselbe wie vorher. Damit haben wir das ausgerechnet. Das sieht hier ein bisschen kompliziert aus, deswegen verwende ich das nicht im Integral, sondern sehe zu, dass ich das Integral ohne diese schwierigere Formulierung hier aufstellen kann. Das kann ich auch, weil ich nämlich weiß, dass beide Hälften leistungstechnisch dasselbe tun werden. So, ich multipliziere hier aus. Das ist schon mal 2 u0 Quadrat durch t. Dann bringe ich die t halbe nach vorne. Das sind nochmal 4 durch t Quadrat. Also steht hier letztlich t hoch 3 unten. Na, das sieht noch nicht so schön aus erstmal. Und zwar von 0 bis t halbe integriere ich dann t Quadrat dt. Okay. Schon ein bisschen besser. Dieses mit der Wurzel ist natürlich etwas unhandlich mitzuschleppen. Das sind schon mal 8 u0 Quadrat durch t hoch 3. Das Integrierte macht 1 Drittel t hoch 3 und das Ganze von 0 bis t halbe. So, führt hier zu, wenn ich 0 einsetze, natürlich 0. Wenn ich t halbe hoch 3 mache, dann sind das genau t hoch 3 Achtel. Das ist das, was hier steht. Das heißt, letztlich, was übrig bleibt, ist, dass wir haben u0 Quadrat durch und die 3 bleibt auch Wurzel 3. So, damit wird f gleich, ich schreibe es jetzt nochmal hin, weil es ein bisschen schwieriger ist, u effektiv durch den, der Strich, obere Strich muss länger sein, u effektiv. Was hatten wir da? 1/2. Also klappt die 2 nach oben, die Wurzel 3 nach unten. Das ist 2 durch Wurzel 3. Und Sigma ist U Dach, was U0 war, durch Wurzel 3 durch U effektiv und damit wird das Ganze zu Wurzel 3. Okay. Nehmen wir noch den Sägezahn. Der bietet sich jetzt hier an dieser Stelle an. D. Zack, zack. Der läuft linear hoch auf U0. Und ist dann an t wieder bei 0. Es läuft die Zeit t. Ich gebe mal gleich an, wie die Form aussieht. U von t ist gleich u0 mal klein t durch groß t. Damit haben wir u Dach gleich u0. Das ist die Spitze. Wir haben wieder den Fall, dass der Mittelwert gleich dem Gleichrichtwert ist. Und das ist die Fläche dieses Dreiecks hier wieder, was nichts weiter ist als u0 halbe mal groß t. Das groß t fällt natürlich raus, also sind wir bei u0 halbe. U effektiv ist gleich, hier gehe ich wieder in die Definition rein, 1 durch t, jetzt integriere ich von 0 bis ganz t, u0 mal t durch groß t zum Quadrat dt. Sortiere alle Dinge um, die ich irgendwie brauche, also u0 Quadrat durch t hoch 3, Integral von 0 bis groß t, t Quadrat dt und kriege raus u0 durch Wurzel 3 wieder. Sieht also genauso aus wie die Dreieckspannung, die wir eben hatten und wir kriegen auch hier raus Formfaktor ist 2 durch Wurzel 3 und das Sigma ist 1 durch, natürlich nicht 1 durch Wurzel 3, sondern Wurzel 3. Wir können uns noch einen symmetrischen Sägezahn gönnen. So, also
ein Spannungsverlauf, der so aussieht. Und von minus U0 bis U0 läuft. Bei T halbe, da haben wir jetzt nicht ganz getroffen, geht der durch. Nun, den kann ich ein bisschen umformen, das mal in einer anderen Farbe. Ich kann das also hier hochklappen lassen. So, und dann könnte ich die beiden auch noch vertauschen. Und dann habe ich eine Dreiecksspannung. Und genau das kommt auch dabei raus. Mit der einzigen Ausnahme, dass hier der Mittelwert gleich 0 ist. Endlich kommen wir zum Sinus. So. Da muss man natürlich ein bisschen sauberer zeichnen. So, der sinusförmige Verlauf hier. Wenn wir das hier analysieren, U von t ist gleich ein U0 mal Sinus Omega t, so wird er typischerweise hier angegeben. Und wir haben U quer gleich 0, das kann man sofort sehen, dass das so sein muss. Der Gleichrichtwert ist gleich, ich integriere lieber über eine halbe Periode, dann die würden ja beide gleich aussehen. So, dann muss ich nämlich nur eine Halbperiode hier betrachten. Mal das U0 habe ich vergessen, schreiben wir noch da hinten hinter. Nun, die Ableitung von Cosinus ist der Minussinus, also spendieren wir ein minus 2 U0 durch t mal und dann 1 durch Omega mal Cosinus Omega t und das Ganze von 0 bis t halbe. Macht das Sinn? Ja, wenn man sich den Cosinus jetzt vorstellt, dann macht es Sinn mit Omega gleich 2 Pi durch t. Haben wir an der Stelle hier jetzt schon gefunden, dass hier unten dass die 2 weggehen, dass ein Pi weggeht und dass das t hier weggeht. Also hätten wir jetzt hier schon mal U0 durch Pi stehen, mal so t halbe eingesetzt. Nach der halben Periode ist der Cosinus gerade minus 1 und bei 0 ist der Cosinus gerade 1, also minus 1 und das Ganze natürlich nochmal minus 1 von dem Minus da vorne. Also kriegen wir hier raus 2 durch Pi mal U0. So, U effektiv ist gleich Wurzel 1 durch t. Ja, machen wir auch da 2t, U0 Quadrat ziehe ich gleich davor, von 0 bis t halbe wollen wir integrieren, und zwar Sinus Quadrat Omega t dt. So, wer sich das jetzt vorstellt, wie es aussieht, so ein Sinus Quadrat, ich könnte ihn hier mal kurz reinzeichnen. So, dann ist das nämlich sowas hier. So. 7 Quadrat. Und zwar ist es letztlich nichts weiter als ein konstanter Wert. Um den drumherum ein Cosinus mit der doppelten Frequenz schwankt. Das kann man aus den Additionstheorien ziehen, die man aus einer Tabelle findet, oder man stellt sich gerade vor. Nun, also schreibe ich das Ganze um, weil ich nämlich Sinus Quadrat ungern integriere. Da muss ich auch in der Tabelle gucken, aber die habe ich leider nicht zur Hand. So, dann hätten wir hier 1/2 minus 1/2 Cosinus von 2 Omega t. Das Ganze über t integriert. So, denselben Spaß nochmal. Das ganze Ding hier würde integriert über eine gesamte Periode, ne, weil wir hier die Frequenz verdoppelt haben, die halbe Periode. So, also ist das letztlich der Mittelwert des Cosinus über eine volle Periode und das geht auf 0. Also müssen wir nur die 1/2 hier integrieren. So, und dann kommt da raus, die 1/2 geht mit der 1/2, aber es kommt hier noch eine 1/2 dahin. Also kommt hier raus die berühmten U0 durch
Wurzel 2. Damit ist der Formfaktor gleich das hier einsetzen. Effektivwert, also die Wurzel 2 nach unten durch den Gleichrichtwert, das ist der, also Pi nach oben und die 2 nach unten. Und das Sigma ist natürlich wieder der Spitzenwert durch den Effektivwert, also ist das Ganze die Wurzel 2. Gönnen wir uns noch zwei etwas speziellere, aber gern verwendete ECDFG, nämlich den Puls oder auch noch mit der Pulsweitenmodulation taucht er auf, Pulsweitenmodulation. Ich greife nur einen Puls raus über die Periodendauer. Das muss reichen. So, U, hier haben wir unser U0 und hier haben wir ein T1 und hier passiert das Ganze dann nochmal. So, man kann jetzt auch hier den Duty Cycle definieren. Cycle, so, als D gleich T1 durch T. Nun, es ist wiederum der Mittelwert gleich dem Gleichrichtwert und das ist natürlich nichts weiter als T1 durch T mal U0 oder gleich D mal U0. Mit dem Effektivwert wird es etwas aufwendiger wieder. U-Effektiv ist gleich Wurzel 1 durch T. Ich integriere nur von 0 bis T1, weil nur da das Ganze die Spannung nicht 0 ist. U0 Quadrat kann ich gleich so hinschreiben. So, was bringt das Integral mir dazu? Das Integral bringt mir ein U0 Quadrat mal T1. Also haben wir hier U0 Quadrat mal Wurzel T1 durch T. Oder gleich, das kommt natürlich nicht davor. Oder U0 mal Wurzel D. So, Formfaktor F ist das eine durch das andere definiert, dividiert. Also Wurzel t durch t1 oder gleich Wurzel 1 durch d und das Spitzenschaltelfaktor ist nochmal dasselbe. So, aufwendiger, aber technisch auch bedeutsam. Ist ein Phasenanschnittsignal. Das ist jetzt wahrscheinlich das technisch bedeutsamste, neben der Wechselspannung der normalen. Nun, was macht man da? Man hat ein Sinussignal. So. Nur, das schaltet man nicht voll auf den Verbraucher drauf, sondern erst nach einer gewissen Zeit T1 an. So, und natürlich hier auch nach einer Zeitspanne T1 hier wieder an. So, damit kann man natürlich, je nachdem, wo man dieses T1 hier hinlegt, kann man es natürlich erreichen, dass eine unterschiedlich große Leistung an die normalerweise ist es eine Lampe oder Herdplatte oder sonst irgendetwas gegeben wird. Ja, machen wir erstmal den Zeitverlauf. Der ist nämlich, naja, mit Fallunterscheidungen anzugeben. Also U0 können wir schon mal angeben. Und da machen wir ja so eine große Klammer auf. Dann ist das hier schon mal 0 von 0 bis zum T1. Und es ist Sinus Omega T zwischen T1 und
t halbe und es ist wieder 0 von t halbe bis t halbe plus t1, also für t1 wieder ausgeschaltet für die Dauer und Sinus Omega t für den Rest, nämlich von t halbe plus t1 kleiner gleich t kleiner gleich groß t. Das mit dem kleiner gleich, das sehe ich ein bisschen enger, sehe ich nicht so eng, wie es ein Mathematiker tun würden. Ob wir da jetzt gerade ein echtes kleiner oder größer oder ein kleiner gleich schreiben, spielt nicht wirklich eine Rolle, da wir die Grenze nicht betrachten. Okay, Mittelwert u quer ist gleich 0, weil es symmetrisch ist. Gleichrichtwert, da können wir schon mal integrieren üben. Denn das sieht ja so aus, als wenn man das tun müsste. Der Betrag von u gemittelt 2 durch t, weil ich mir wieder nur eine Halbperiode angucke. Die andere klappt ja nach oben hier. Reicht also, wenn ich mir eine anschaue. U0 Sinus Omega t dt. Und nun substituiere ich einfach. Und zwar mit einem Phasenwinkel Theta, der als Omega t läuft. Dann wird nämlich ein Omega t1 zu Theta 1 und ein Omega groß t wird zu 2 Pi, respektive t halbe wird zu Pi. Ein d Theta nach dt wird zu Omega, und das ist auch genau das, was ich dann hier jetzt substituieren muss, so dass ich, wenn ich all das hier berechnet habe, mit 2u0 durch Omega groß t da stehe und nur das Integral bestimmen muss, nur von Theta 1 bis Pi Sinus Theta d Theta. Nun, wir haben hier dasselbe wieder mit dem 2pi hier unten, das heißt, hier steht wieder u0 durch pi mal Integral von, naja, ich schreibe es nochmal hin, Theta 1 bis pi Sinus Theta d Theta. Den Sinus Theta integriere ich und bekomme den Cosinus, und zwar wieder den Minus Cosinus, also Minus u0 durch pi Cosinus Theta und das Ganze von Theta 1 bis Pi, sodass wir am Ende hier stehen haben, U0 durch Pi mal 1 plus Cosinus Theta 1. Da könnte man jetzt wieder das Omega T1 einsetzen, wenn man möchte. Ich belasse es bei dem Phasenwinkel. So. Ja, das heißt also hier auch schon der Gleichrichtwert kann hier gesteuert werden über dieses Theta 1 hier an der Stelle, also um den Zeitpunkt T1, wann ich eben hier den Sinus aufschalte oder eben nicht. So, jetzt haben wir noch den Effektivwert. Der Einfachheit halber schreibe ich, rechne ich mal U-Effektiv Quadrat aus, dann kann ich mir das mit dem ganzen Wurzelei immer sparen. Ich mache wieder dasselbe, ich rechne nur über die halbe Periode. Also 2 durch t mal u0 Quadrat mal das Integral von t1 bis t halbe Sinus Quadrat Omega t dt substituieren wie oben. Darum habe ich das da oben ausführlicher gemacht. Also gleich u0 Quadrat durch Pi ich mache noch einen Zwischenschritt eingebaut, nämlich muss ich noch wieder den Sinus Quadrat umwandeln in das unter Verwendung des Additionstheorems in die 1 minus Cosinus 2 Theta d Theta. So, jetzt habe ich es aber stehen, also Sinus Quadrat, genau dieselbe Argumentation wie eben bei dem reinen Sinus. Sinus Quadrat lässt sich schreiben als 1 halb minus Cosinus mit der doppelten Frequenz. Das ist hier geschehen. So, und jetzt
Hier führe ich das Integral aus, also gleich U0 Quadrat durch 2Pi mal Theta, das ist die Integration von dem da. Die Ableitung vom Sinus, ist der Cosinus, genau, also noch 1/2 Sinus 2 Theta und das Ganze von Theta 1 bis Pi ist also gleich U0 Quadrat durch 2 Pi mal, der erste Einsatz ist relativ einfach, das ist nämlich Pi minus Theta 1. Jetzt Pi eingesetzt beim Sinus, 2Pi eingesetzt beim Sinus macht 0, also geht das auch weg, 2, also sind das hier 1/2 Sinus 2 Theta 1. So, etwas umgeschrieben ist also U effektiv gleich U0 mal Wurzel, ich ziehe es rein, 1/2 minus Theta 1 durch 2 Pi plus 1 durch 4 Pi Sinus 2 Theta 1. So, der Ausdruck ist relativ aufwendig. Man kann jetzt sehen, wenn Theta 1 gleich 0 wird, dann läuft das Ganze auf den vollen Sinus hinaus. Wenn das Ganze Theta 1 gleich Pi wird, dann wird das ganze Ding hier zu 0. Also die Eckpunkte stimmen schon mal. Ja, das ist einfach das Ergebnis. Formfaktor und Scheitelfaktor rechne ich jetzt nicht mehr aus. Das ist ja auch nur noch Schreiberei. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.